So, dann ziehen wir uns rein. Geilen Upload. Und zwar Satter Hugo, Best of 2 Jahre Satter Hugo. Darauf freue ich mich persönlich ganz besonders. Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen. Das ist also ein cooles Video. Ich bin Mark. Was geht, Chat? Ich bin Electric, sein Nobelchair. 16 Minuten 28, dann leck mich am Arsch. Ich als Satter Hugo Cutter wollte mich auch noch bedanken für den krassen Support in den letzten 2 Jahren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Team Internet, weil wir sind schneller als dein WLAN. Ich bin da, um meine liebsten YouTuber zu supporten. Und dass ihr hier seid, ist natürlich das absolute Highlight. Spendi ist ein Macher und ich will, dass er zu Recht die Nummer 1 behält im Team. Keine Ahnung, wohin die Reise gehen sollte, Spendi. Ach so. Die Folge wird heute nicht pünktlich um 18 Uhr erscheinen. Das ist ja wie bei Sascha, unsympathischer. Ich glaube, ich habe mal so einen Football geworfen. Der ist wirklich nicht weit geflogen. Ich glaube, gefühlt 5 Monate. Ich war früher schon hässlich. Und nicht die hellste auf der Kerze. Nicht die hellste Kerze auf der Torte. Auch dieses Jahr stellen wir uns diese Fragen und wollen wissen, welches das Jugendwort 2020 werden soll. Ach, der ganze Chat sagt Gomme-Mode. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Ich habe auch das Gefühl, dass das Jugendwort von Jahr zu Jahr nicht besser wird, sondern noch schlechter. Ehre fürs Voten. Das Jugendwort des Jahres 2022 ist da. Das Jugendwort des Jahres, Smash. Also, wie gesagt. Also wirklich, Digga, Smash. Also wirklich. Ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen, zerdrücken und alles, aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders, aber ich smashe total gerne mit dir. Überragend gemacht, Yannick, klasse. Lässt sie noch unterschreiben. Ich bin ganz außer Atem, sag dir, was ist? Okay, ich muss den Absprung noch schaffen, sonst bin ich nicht auf dem Boden geblieben. Bis bald. Ja. Hallo, Digga, bist du in seinem Film? Bro. Ich glaube, Big Mac, dass da kein Problem ist, dass der Sound vom Spiel im Hintergrund zu sehen ist. Big Mac, bann ihn einmal weg. Ah ne, der ist ja selber gebannt. Durch eure jahrelange Unterstützung kann ich mir natürlich auch mal eine Flasche Milch beim Bioladen kaufen, die vielleicht das Doppelte kauft, ne? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass solche Versprecher. Selten bei mir geworden, Versprecher. Allererstes Tattoo hier tätowiert hat, Memories Never Die. Und die Aunt Fatimas hat bei mir den Nacken telefoniert. Ja, machst du heute. Also ich habe mir auch ein Level-Up kalt gestellt. Ich denke mal, so lang wie Mo. Hugo, wenn du das reinmachst, ich schwöre bei Gott, dann zieh ich dir die Jammel bei. Mario Party hätte ich auch richtig Bock mit euch in der Konstellation. Und vielleicht auch nochmal Mario Party probieren. Wie es mit Carsten und Elotrix war. Hä, was soll ich euch sagen, Jungs? Jetzt connecte ich mich gerade mit Elotrix Carsten. Wir wollen uns regelmäßig zum Aufnehmen treffen. Und ein Partner von Max und Trimax. Das ist halt so ein richtiges, schönes, altdeutsches Badezimmer. Das ist so ein richtiges, schönes, altdeutsches Wohnzimmer. Ich sag euch ehrlich, einem fällt das manchmal gar nicht auf, dass man sich so verspricht. Hallo, ich bin der Kumpel von Knossi. Aber kennst du mich überhaupt? Klar, Bruder. Ich weiß deinen Namen nicht, aber aus den Knossi-Videos halt, ne? Ja, das ist genauso wie draußen Leute fragen, ey, können wir ein Foto mit dir machen? Wer bin ich denn? Ich weiß nicht, wie du heißt, aber ich kenne dein Gesicht. Ja, nerv mich mal nicht. Als ob ich meine Zeit verschwende mit jemandem, der sich mit mir eh nicht auseinandersetzt. Hä, wer ist das? Keine Ahnung, egal. Machen wir. Bist du nicht der Kollege von Monte? Du meinst vom Joghurt, ja, ja. Der Monte von Monte, der Joghurt. Moin. Dann bist du nicht der Typ von Knossi? Mensch, die kenne ich noch. Was war ich für ein Kind?
furchtbar. Bitte Interview mit Rumatra in Topmunden. Wer ist Rumatra? Ich suche Rumatra. Ich suche Rumatra, ja. Die beiden Sidekicks vereint, ne? Wir sind Power-Sidekicks, sag ich, wie es ist, ne? Guck mal, das ist noch einer. Hallo Sidekick, du siehst mal aus wie ein Chef. Will dich nicht abhalten von den ganzen Fotos. Nee, ist alles geil. Wer will noch Fotos mit Chef Strobel? Das ist ja unangenehm, jetzt ist jetzt an der Hugo Clip, weil gar keiner will. Alle sagen immer, ich bin der Sidekick, aber wenn ich mal Trying Side Channel übernehme, dann sind alle wegen mir da. Er ist echt der Undercover-Sidekick. Wodka O und du bist... Skip. Keiner. Nenne ein anderes Wort für Chef Strobel. Loser. Warum musst du lachen? Digga, weil deine Facecam so kacke ist, Mann. Kannst du überhaupt dein Tablet sehen? Ich glaub, den Tanz mache ich auf der LAN. Feierst du dich nach der Scheiße so sehr? Das ist so peinlich. Kannst du bitte wie Chef Strobel auch anfangen zu reimen? Ich habe eigentlich ganz gern mehr als 200 Zuschauer. Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Oh Mann, ja. Chef Strobel, Digga. Ich spreche jetzt nur noch in Reimen. Es gibt kleine Kinder, die weinen. Oh yeah! Ich will bitte mal die Kimme saugen. Ich kann es gar nicht mehr glauben. Ich werde euch den Verstand rauben. Dann züchte ich noch ein paar Tauben. Oder du bist so ein Chef Strobel-Fan, oder? Das ist das Schlimmste. Ich bin Chef Strobel, also deine Fresse. Ich hab die Eier. Nein! Er macht alles für Fan. Das ist es ja, Digga. Der war wirklich in jedem Format schon. Und der krüppelt trotzdem mit unter 1000 Zuschauern. Lass mich doch scheiße sein. Ja, ich muss fairerweise sagen, ich war bei Chef Strobel ein bisschen zu streng, hab über die Stränge geschlagen. Trotzdem kann ich nichts für sein Versagen. Huch. Ey, hallo! Nein, Digga, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mit Chef Strobel gut klarkomme. Ich mag ihn wirklich gerne. Damals muss ich auch nochmal sagen, da habe ich ein bisschen zu... Ja, ich weiß nicht. Wenn ich mit ihm privat so rede, so unter Kollegen und ihn beleidige oder er mich, dann ist das eine. Aber wenn ich dann in einem Livestream mache, wo für ihn und für mich zwar klar ist, dass es Spaß ist, aber für die Zuschauer nicht, das war zu viel des Guten. Und dafür habe ich mich auch persönlich bei ihm entschuldigt, ne? Das ist mein Content. Frag mal, ob wir das Spiel spielen, ich mach ihn kurz nass. Hey, Monte, will ich gegen dich. Warum eigentlich nicht? Digga, du bist völlig irrelevant. Hey, die sind immer so gemein, ey, zum wie heißt der, Strobelpeter. Das ist der beliebteste von ihm. Das ist doch einer seiner... Hab ich den nicht auch? Den hast du nicht. Das ist für einen Mann ein Duft, ne? Digga! In deinem Stream hast du immer so ein großes Maul und hier hast du jetzt richtig mit zu kämpfen, du. Nein. Geh, dann beleidige ich jetzt mal. Ey, du Dummkopf. Okay, ja. Okay. Das war's. Ja, Gamescom war schon, also letztes Jahr Gamescom war ein absolutes Highlight, Digga. War ein absolutes Highlight. Jetzt so diese Clips da so zu sehen von mir, von den anderen, war einfach schön. An der Stelle kommt der Darino. Erfolgreichster Streamer Deutschlands wird hier eingeblendet. Monte ist vielleicht der erfolgreichste Streamer Deutschlands. Aber nur einer kann den Preis gewinnen. Zum besten Streamer Deutschlands. Und der ist hier. Monte war noch nicht mal nominiert. Erfolg ist nicht alles. Es geht darum, der Beste zu sein. Was sag ich mit ihm? Eli Geller auf der 1. Aber Bruder, was ist denn los, Großer? Trinkt er danach eine Wiederwelt und dann... Ich distanziere mich davon. Was ist denn Großer? Was los, Großer? So ein Krawatte. Here we go. Eli Geller. Like a Balotelli. Oh, Freunde. Ja, aber ich kann verstehen, also zumindest hat Eli mir das ja auch mal gesagt und euch ja auch, dass er das eigentlich überhaupt nicht feiert, wenn die Leute das so machen. Und irgendwo kann ich es auch ein bisschen verstehen, sage ich ehrlich. Oder was ist ein bisschen verstehen? Ich kann es schon nachvollziehen. Wir sind live. Typischer Donnerstagstream. Ja, wie groß bist du denn? 1,50 Meter. Fast so groß wie Eli. Oh, guck mal, wer auch nicht auf dem Podium ist, Monte. Ja, Eli halt, ne? Mit seiner Körpergröße in Punktzahl 1,24, ja, Digga. Was träume ich jeden Monat mindestens? Nein, wir haben es ja offiziell. Eli ist 1,80. Eli ist 1,80. Erstens einmal. Eli träumt immer davon, 1,80 zu sein. Es kommt nicht auf die Größe an. Eli weiß es ja auch. Wer von den beiden hat mehr Brust? And the winner is... Ja. Nee! Der Winner ist... Ja! Es ist einfach gut, wenn du eine tolle Figur hast. Ist original! Ey, ich muss eine Sache sagen, Digga. Ich weiß, Knossi hat andere Interessen aktuell und das ist auch vollkommen okay, Digga. Und es war uns allen auch klar, dass wenn Knossi den Step ins Fernsehen schaffen kann, dass er eher den Step ins Fernsehen nehmen würde und aufs Internet, Twitch und ähnliches verzichtet. Das ist auch vollkommen okay.
Aber ich persönlich, ich kann nur für mich sagen, das ist kein Disrespekt, mag Knossi viel lieber auf Twitch als bei einer RTL-Tanzshow. Das ist kein Front, ich gönne ihm das vom Herzen, aber er fehlt einfach auf Twitch, sag ich ehrlich. Eine Brust guckt bei mir nach unten auf den Boden und eine guckt halt geradeaus. Aber wenn es dann auch noch nicht symmetrisch ist und die eine Brust ist fetter als die andere, dann ist es, finde ich, witzig. Schielt ein bisschen. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Also das war auf jeden Fall schon mal ein Stream-Sniper. Das ist ja klar. Klobrühe. Die ganzen Stotterer, weil in seinem Gehirn, das sind Nachwirkungen von den ganzen Drogen. Also ich bin auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, Chat, ich bin ein bisschen in Deutschland-Stimmung. Ja, um fair zu sein, das ist ja nicht etwas, was passiert, wenn ich nur streame. Und das ist auch über die Jahre ein bisschen schlimmer geworden. Und da jetzt mal ist nichts, worüber man sich eigentlich theoretisch gesehen lustig machen sollte. Ich glaube wirklich schon, dass das durch die Berauschung von Betäubungsmitteln und ähnliches auf jeden Fall auch ein bisschen dazu beiträgt. Das ist eigentlich nichts, also es ist lustig für viele und es ist auch für mich oft lustig. Aber eigentlich ist es nur ein gutes Beispiel für euch, dass man die Finger von berauschenden Substanzen und vor allen Dingen in übertriebenen sein lassen sollte. Könnt ihr vielleicht nachvollziehen, vielleicht auch nicht. Nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn ihr Fußball spielt. Wenn ihr 5-6 Stunden Fußball spielt auf Hochleistung, dann können eure Muskeln nach 4-6 Stunden auch nicht mehr so wie in den ersten eine halbe Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden, whatever. Und so ist es bei mir manchmal aber auch dann wiederum im Stream. Wenn ich 4-6 Stunden am Stream bin und die ganze Zeit am Sabbeln bin, dann funktioniert einfach das Sprechorgan irgendwann nicht mehr so, wie es sein sollte. Das kann man vielleicht nachvollziehen. Und dann kommt da halt noch der Drogenkonsum aus der Vergangenheit und das gepaart ergibt dann die so lustigen Versprecher, Verbrecher. Das nimmt zu, das gefällt mir. Das wird ja im Alter nur noch geiler. Also, wir machen dann, das jetzt, du hast gewonnen. Ja. Alter, da schallert es ja mal, was ist denn da los? Das war ja 10 Sekunden lang nichts. Eine Sache ist ganz wichtig, die habe ich jetzt vergessen, Digga. Der Monte ist ungeduldig, weil der hat ja nicht mehr so viel Zeit, weißt du? Bei dem tickt ja auch die Uhr. Wie alt ist er jetzt? 43? Muss natürlich auch dann bald ins Bett, als Rentner. Das kann kein... Boah, was für ein geiler Song, Digga. Wo er war? Das ist doch... Ja, das ist von meinem Intro-Song gewesen, oder nicht? Ja, das war von meinem Intro-Song, die Melodie. Geil. Anderer Streamer. Schon habe ich ein Feuer. Bruder, sagt ehrlich, das sieht aus wie ein echter Kamin. Du kannst natürlich auch im Monte zugucken, der seinen letzten Vollgeist geholt hat, wo seine Zähne noch gelb waren. Als letzter rein in die Olga. Hä? Was labert ihr, Chat? Warum schreibt ihr, ich bin raus? Was für eine Zeit war um? Jedes Mal, wenn irgendein Geräusch kommt, haut jemand 2 Euro raus. Ich dachte, die Leute chillen so ein bisschen. Ich hab's extra auf 200 Bits gestellt. Ich bin ein dummer, hässlicher, fetter Oger. Ich will das auch, dass irgendein Sound kommt. Auf keinen Fall. Das ist bei mir unmöglich. Wir warten für 10.000 Bits, darfst du einen Sound machen. 540 Gramm Sipoli. Mit heißen Lohen. Die Regierung, die ausgecheckt haben. Ich muss das ausmachen. Ich weiß gar nicht, für wie viel habe ich es dann damals eingestellt? Für 5000 Bits oder für 2000 Bits? Haben wir 1000 Bits gemacht? 1000 Bits, okay. Das war irgendwie geil, aber auch irgendwie nervig. Tut mir leid, Leute, das geht gar nicht. Wie bitte? Let's go. Kann ich bitte weiter das Video angucken? Oh. Achtung, das ist schon ein Überfall. Die Frage ist halt, wenn man das nochmal anmacht, dann will man es auch irgendwie dauerhaft anlassen. Aber man will auch nicht übertreiben, wenn man es auf 5000 Bits oder so macht. Das ist ja völlig übertrieben, Digga. Eingeschlafen von euch, Arschleckern. Amal, ist da jemand eingeschlafen oder was? Du hast schon Pogba gezogen, ne? Aber der ist nicht... Ja, ein bisschen teurer, aber 5000, meint ihr 5000 ist legitim? Nicht mehr seiner Prime. Ja, genau. War das hier so ein Sound? Nee, ne? Ich kann es bei Reactions nicht anmachen. Bitte ich dich jetzt, kreativ einen Witz zu erzählen, um wenn da wirklich 70% im Chat hahaha schreiben, kriegst du auch das zweite Ticket. Einen guten Witz. Ja, wo lachen die Leute viel? Deine Teilnahme bei Seven in the Wild. Gekickt, wenn ich in der... Aber er hat es am Ende angezeigt. ...wäre oder ich gefragt worden wäre, ich würde es machen. Mein Training beginnt Seven in the Wild.
Krokodil! Denke mal, der Experte. Was ist denn mit Unges los? Ich weiß nicht, ob das als Gegenstand zählt. Hier gibt's doch diese Terracore. Was ist das? Die Bänder, diese festen Seile. Paracosk. 30 Meter. Du meinst das aus dem SM-Bereich? SM? Was ist SM? Aus dem Eis.de-Kalender, die? Eis.de? Oh, Bruder, ich kenne mich mit diesen Wandersachen, Wanderseiten gar nicht. Okay. Dann gebe ich den Vorschlag, Bro, schau dich auf diese Eisseite einfach um. Du meinst ja, du kennst diese Eisseite. Und schau, ob da einfach diese Gegenstände nicht zu gebrauchen. Einfach irgendwie. Ich glaube, wir haben uns komplett falsch verstanden. Vergiss die Eisseite. Wir haben uns komplett falsch verstanden. Ach so, okay, ja, Eis, ja, wahrscheinlich irgendwie so. Einer auf Iglos bauen. Ja. Oder so. Feuer mache ich mir mit dem Augapfel. Da ist mir aufgefallen, dass tatsächlich immer noch mein allergrößtes Problem Feuer ist. Also, ja, Löris, Digga, war wirklich, also, no front, er ist bestimmt menschlich gesehen eine richtig korrekte Socke, aber er war in Seven vs. Wild schon oftmals über lange Strecken für mich sehr öde vom Zuschauen, zumindest vom Schnitt, was die da reingeschnitten haben. Und ich glaube, viele von euch haben es auch so gesehen. Feuer. Jetzt habe ich für heute nur Mission Feuer. Verrat mir das Geheimnis, wie die Menschen Feuer machen. Davon verstehe ich auch nicht. Welcome. Aber trotzdem fettes Respekt an ihm, dass er überhaupt mitgemacht hat, ne? Muss man auch mal fairerweise sagen. To a seven on the wild. Mein Ziel ist es, Max so eine zu verpassen, dass der nur noch Clash Royale Videos bringt. Ja, hat gut geklappt, Mickey, ne? Moin Leute, Timex hier. Schlechte Neuigkeiten. 8 Wochen Gips. 8 Wochen nicht zocken. Ich will so gerne ins Fitnessstudio, aber es geht mit meiner Hand nicht. Dann denke ich mir, Scheiß drauf, dann zocke ich Fortnite, das lenkt ab. Drückst mir doch noch mehr rein. Was soll das? Krieg ich jetzt noch einen Box-Emote oder was? Für mich, sage ich ehrlich, wenn wir hier so beim Recap sind, no cap, das Box-Event von Trimax und Mickey war das zweitbeste Event, bei dem ich jemals war. An erster Stelle für mich Angelcamp, an zweiter Stelle Box-Event. Und danach kommt erstmal weite Strecken nichts. Ich hab noch gar nicht gepaid mit dem Gips. Wie ist das denn? Was ist das denn? Das war das schmerzhafteste 6-Euro-Pain, das ich jemals hatte. Das sind mehr als 20 Euro. Auch dein eigenes Event, na, Chat. Man, ich bin ja ein fairer Sportsmann. Mein Event kann man nicht im selben Atemzug, muss ich fairerweise sagen, nennen mit einem Box-Event oder dem Angelcamp. Kann man nicht. Mein Event war nice. Fürs erste Event war es wirklich nice. Trotzdem kann man es nicht im gleichen Atemzug mit Angelcamp oder Box-Event nennen. Einmal hier verbessern. Hertha kriegt 300 Millionen, Union kriegt 20 Millionen. Union ist Fünfter und Hertha steigt ab. Wieso, dass du mit Geld nicht alles kaufen kannst? Ja, und deswegen, das mögen die Leute nicht. Außer bei mir. Boom. 4.510 Euro sind gerade ein Heyday bisher drin. Kannst du noch warten? Ich muss noch schnell meinen PC starten. Leute, die nächste Runde startet erst in 5 Minuten. Bei irgendeinem Rando muss ich noch seinen PC starten. I still see your shadows. Ihr wisst doch, dass ich Juice WRLD nicht mag. Das Autotune, dann das Gestöhne nach jedem Satz und so. Ich kann damit nichts anfangen. Yeah. 1 GB ist das Spiel. Das ist doch gar nicht. Ich hab nur 1 GB. Nö, Chat, das muss man respektieren. Wenn Trimax Juice WRLD nicht mag, den Rap-Stil, Autotune und so, dann ist doch okay, Digga. Leitung. Und runtergeladen. Das ist doch nichts. Das spiele ich nicht, das Spiel. Das ist mir zu klein. Hier, der Erste schreibt Sportwetten. So dumm. Wer zu Tipico geht, wenn man ein Scheinchen macht? Ein Schein. Wer? Jetzt verharmlos. Jetzt verharmlos. Er ist auch noch mit einem Scheinchen. Das sind Sportwetten. Moin Monte, hier bin ich wieder. Ich war lange im Urlaub, aber jetzt habe ich wieder einen Witz für dich. Deine Tipico-Scheine kommen. Mach das ein bisschen knackiger, das Ding. Knackiger? Ja. Ja, Leute, dann gönnt euch auf jeden Fall schöne Line, denn das macht die ganze Party ein bisschen knackiger. Trimax wird auch irgendwann mal zu Monte 2.0. Mit großem Skill folgt große Verantwortung. Ja. Und er entscheidet sich mit seinem Skill, ein großer Sohn zu sein. Ich hab Trimax noch nie so. Trimax wird immer Bad Boy-mäßiger, ne? Er merkt, Onkel Monte geht langsam in Rente. Er will auf Onkel Monte seinen Thron. Und wie schafft man das? Indem man nicht allglatt geleckt ist und jedem Werbepartner oder jeder Firma den Schwanz lutscht für ein bisschen Geld. Ich kann ja nichts für, ne? Jetzt kommt erst Minecraft Dungeon. Ja, dann ich geh, dann, ja, scheiß drauf, Digga. Dann geh ich kurz pissen, bis gleich. Wann treibst du morgen? Verstehe ich nicht, die Frage. 2 Wochen Timeout.
Was ist das im Hintergrund, Digga? Wo ist er? In welcher Bruchbude? Versteckst du dich? Unter der Decke! Und tschüss. Warum du nicht genug Freunde hast, kommt als Video, wenn man sich ein ApoRed-Video anguckt. Freunde machen das Leben schön. Ich habe keine Ahnung, was das. Du solltest dich eigentlich verlieben in die erste Person, die du siehst. Halsen. Was ist das hier in meiner Leute. Base? Was du ist willst das mich? Denn? Welcher ich bin Millionär. Was war das? Bruder! Ja, Mann, Leute. Digga, ich bin in der Hölle. Ja, moin. Insolvenz Red auf Trocken am Start für euch, meine Freunde. Warum streamt Reds Team nicht? Die sind da gerade noch unterwegs. Gardinen kaufen. Ja. Boah, Maschallah, Digga. Wieso haben wir uns jetzt angeguckt? Dein Blick erglänzt. Ich film nach vorne und alle so. Ui, Mann, Leute, ihr seht ja nicht bei Monte im Chat. Chillt mal ein bisschen. Memo! Für alle, wir lassen uns hier gerade seit 50 Minuten malen. Da sieht Kilian richtig fresh aus, finde ich. Ich weiß nicht warum, was anders ist, seine Frisur oder so. Da sieht er aber von den Haaren richtig fresh aus. Das ist der Grund, warum ich so schlechte Laune habe. Alright, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch... Alright, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Papa Platte wieder high für 3, Digga. Digga, was hat der für einen Ausblick aus seinem Fenster? Digga. Bruder, er hat einfach das Meer direkt vor seiner Tür. Das ist ein Beamer, ach so. Oh,